So, nun geht's weiter mit dem zweiten Teil des Minecraft Let's Plays. Also, ich soll die Sprache wieder auf Deutsch stellen, das mache ich jetzt. Welt wird geladen, Landschaft wird generiert. Nun stelle ich die Sprache wieder auf Deutsch. So, bin ich jetzt hier gespawnt. Und die Sprache wieder auf Deutsch. Lässt jetzt auf Deutsch stellen. Naja, keine Rückmeldung. So hat er es wieder. Also langsam wird es wieder besser in dem FPS hier. Ein sehr langer Lag anscheinend in der Aufnahme. Ich bin hier gespawnt. Da habe ich drei Holzdinger hingesetzt. Hier wollte ich den Baum weiter abholzen. Jetzt mal natürlich hochkommen. Ah, ist natürlich eine Block zu viel weggegangen. Ich muss ein bisschen Material hinbauen, hier den Erdblock. Diese Doppelfichten hier, oder nenne die 2x2 Fichten. So kann man die Bäume immer nach oben hin abholzen, ohne dass man sich hochbauen muss. Man kann einfach mit der Axt alles abbauen. Und schon bin ich jetzt hier oben. Kann ich theoretisch hier die ganzen Blöcke hier oben noch abernten. Hier hört der Baum nämlich auf. Was ich heute schon wieder nach unten abbauen. Und es wird wieder Nacht. Oh, so einen riesigen Baum hier. Dann könnte ich glaube ich das Bett bald wieder umplatzieren und. Ah, ich kann auch nicht schlafen. Du kannst nur nachts schlafen. Jetzt hat die Sonne den Horizont berührt und jetzt kann ich schlafen. Jetzt bin ich wieder wach. Jetzt baue ich mal aus dem Holz hier ein Haus. Ein etwas größeres. Da sind schon mal drei Holzblöcke. Das ist keine Höhle. Weiß man, muss ich. Ich habe noch eine Steinspitzhacke, die kann ich noch aufbrauchen. Den moosigen Koppelstone nehme ich auch mal mit. Ja, den moosigen Koppelstone nehme ich mit. Ich glaube, wenn ich anschließe, dann hatte ich mehr FPS hier. Wenn ich den am Stromnetz anschließe, hat er mehr Bilder pro Sekunde, dann leckt das nicht stark. Hier auf jeden Fall eine Schaufel habe ich ja auch schon. Dann werde ich hier diese Erde wegmachen. Fichtenholz. Der ist zu viel. Ich baue das Haus mal an der Fläche von 20x20 auf. Oder nah, nicht ganz. Vielleicht bis hier. Für Lava. Und das muss der Arti auch weg hier. Ich muss halt das Bett, werde ich dann in der kommenden Nacht schon mal umplatzieren. Sieb kriege ich jetzt auch sogar noch. Aus Fichtenholz hier. Das ist nämlich die einzige Holzart, die ich hier nur zur Verfügung habe. Bei so einer Mega-Tiger. Der Biom Megateiler. Da kriegt man auch sowieso moosigen Cobblestone, hat man hier überall verteilt.
Und ich habe ja auch den Dungeon-Werte auf maximal gestellt. Und hier baue ich jetzt mal ein Holzhaus. Nochmal ein bisschen mehr Holz. Ah, er baut. Das ist jetzt hier. Ich will jetzt ja quadratisch haben. Das ist hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Blöcke soll das immer sein, die innen drin sind. Das heißt, so sind innen drin 12 Blöcke. So. Hier muss ich natürlich das noch ein bisschen wegbuddeln. Hier. Und zumindest kann ich das hier mit Holz zubauen. Diamanten, die hier zu viel sind, die brauche ich ja im Moment noch nicht viel. Außer jetzt mit der Diamantschaufel. Die muss auch noch ein bisschen weggebuddelt werden. Hier entsteht das Haus. Muss ich wieder ein bisschen das umwandeln hier. Da hatte ich hier noch so einen einzelnen Pilze, krieg ich jetzt auch. Also damit kann ich dann auch Pilzsuppen machen. Meist brauche ich ja noch die roten Pilze dafür. Hier sind ja nur die braunen. Und wie spät ist es? Es ist Mittag. Mittag. Hier ist schon wieder ein Baum im Weg. Das war zum Glück nur so eine Einer-Fichte. Also nicht mit 2x2 Holz, sondern nur ein. Muss ich ziemlich viel umändern hier in der Welt. Hier sind 12x12 Haus reinzubauen. Nochmal ein bisschen hier mehr Holz holen. Jetzt sehe ich nochmal kurz zur Sicherheit mal ab hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Innenblöcke sind das. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, das heißt 10, 11. Da wären schon 12. Der müsste noch weg. Ah, können wir das mal wieder rausnehmen. Auch viel Erde dadurch. Mehr Eichenholzbretter platzieren. Da unten sind so ein paar Hohlräume. Die könnte ich dann noch weiter umbauen. Das ist dadurch. Diesen Wassersee könnte ich dann zum Pool umbauen. Jetzt nochmal hier ein 64er Stack hier umwandeln. An Holz auf Holz. Das muss ich jetzt mal sehen, wie viele Blöcke sind es hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das heißt, hier ist wieder der Rand. Zombie. Zombie-Geräusche. Hä, wo sind die denn her? Zombie-Geräusche. Komm hier unten her.
Was?